Ziemlich düster wirken die Bilder von Horst Heilmann, die derzeit im Museum der Abtei in Ottobeuren ausgestellt werden. Die Ausstellung Kreuzigung zeigt 20 Werke des Kemptener Künstlers. Ich wurde eingeladen. Ein Sammler meiner Arbeiten hat dem Kloster einige Arbeiten geschenkt. Das Kloster wurde aufmerksam auf meine Arbeit und hat mich zu einer Ausstellung eingeladen. Nachdem ich gesehen habe, welche Räume man mir anbietet, habe ich mit Freude zugesagt und hatte zur Bedingung gemacht, dass ich aber Bilder dieser Thematik in dieser Ausstellung zeigen möchte, da sie üblicherweise nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Dass alle Werke so dunkel sind, ist aber Zufall. Zwar gibt es ein grobes Bildkonzept, bevor Horst Heilmann zu malen beginnt, aber er greift später nicht mehr bewusst in den Verlauf ein. Während des Arbeitsprozesses mag es natürlich so sein, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie eine Dunkelheit setzen. Ich möchte, dass die Figur im Dunkeln verschwindet oder ich möchte sie besonders fahl und hell und intensiv vor einen Dunkelgrund setzen. Das bedeutete dann ein Zugreifen zu Schwarz- oder Grautönen. Aber von vornherein gibt es eine solche Planung nicht. Das ergibt sich immer aus dem fortschreitenden Werkprozess. Rund die Hälfte der Bilder, die Heilmann zu dem Thema gemalt hat, sind hier ausgestellt. Das Thema Leiden und Tod beschäftigt ihn schon sehr lange. Die ersten Werke der Ausstellung stammen aus dem Jahr 1994. Die Thematik hat er ganz bewusst gewählt. Einmal ist es die christliche Ikonografie, das heißt die Tradition des Motivs Kreuzigung. Zum anderen ist es die beständige Auseinandersetzung mit dem Körper, mit dem nackten Körper. Das heißt, figürliche Malerei spielt bei mir eh und je eine Rolle. Und diese beiden Dinge versuche ich vor dem aktuellen Hintergrund unseres Zeitgeschehens miteinander zu verknüpfen. Zentrum der Ausstellung ist das Bild Kreuzigung. Es zeigt einen Mann mit gesenktem Kopf und Dornenkrone. Ob es sich bei den anderen Bildern um Jesus handelt, lässt Heilmann bewusst offen. Im Vordergrund steht bei ihm nicht die Religion, sondern das Leiden durch Folter an sich. Neben den Werken in der Sonderausstellung sind 4 Werke Heilmanns in das Museum eingebunden. Sie finden sich versteckt zwischen den Werken anderer Künstler. Die Arbeiten, die drüben hängen, sind Arbeiten, die sich in die Ausstellung hier nicht ohne weiteres einbinden ließen, weil sie formal im Kontrast zu anderen Arbeiten in dem Raum nicht unbedingt tauglich waren. Wir haben dann im restlichen Museumsbereich versucht, gute Plätze für diese Arbeiten zu finden. Und ob das gelungen ist, können Sie sich noch bis zum 23. September im Theatersaal der Benediktinerabtei in Ottobeuren anschauen.